Schon seit FIFA 19 mache ich meine allererste Sprint to Glory immer mit dem FC Bayern. Und das ist auch in EAFC 24 so. Ich übernehme den größten deutschen Verein, fokussiere mich voll auf die Transfers, simuliere ansonsten jedes Spiel. Und das große Ziel ist das Champions League Finale, das ich dann selbst zocke, um den Titel aller Titel, die Champions League, zu gewinnen. Und damit Servus oder so und willkommen zu meiner allerersten EAFC 24 Sprint to Glory. Ihr seht, ich habe hier schon eine Karriere mit Arminia Bielefeld laufen. Da kam die erste Folge gestern, die zweite kommt morgen. Wir starten jetzt aber natürlich eine neue Management-Karriere. Da können wir jetzt eigentlich mal mit einem echten Trainer spielen. Ich kann hier aber leider nicht in die Bundesliga hochwechseln. Ja, dann erstelle ich halt doch wieder Bernie Hansus und übernehme den FC Bayern mit einem Transferbudget von 121 Millionen Euro. Also da können wir gleich richtig nice Transfers tätigen. Wenn euch das Video gefällt und ihr noch mehr Bock auf Videos in die Richtung von mir habt, dann lasst unbedingt einen Daumen da, abonniert den Kanal. Ein großes Dankeschön geht natürlich noch an EA raus. Denn nur dank denen kann ich das Spiel jetzt schon gemeinsam mit euch zocken. Aber krass, wenn Ulreich hat einfach nur noch eine 74. Aber gut, zum Glück ist hier Manuel Neuer direkt fit. Den können wir zwischen die Pfosten stellen. Und dann würde ich wahrscheinlich eher auf anderen Positionen einkaufen gehen. Aber jetzt erstmal mache ich ganz was anderes und hole uns die besten Mitarbeiter, die man nur so kriegen kann. Als Taktik habe ich jetzt halt Tiki-Taka eingestellt. Bedeutet, ich sollte jetzt auch entsprechende Mitarbeiter holen. Aber da sind jetzt einfach nur zwei Leute verfügbar. Aber dann hole ich die doch einfach mal. Die setzen wir dann hier auf Angriff. Dann bekommen wir da schon mal plus 4. Und die Lisa Langer, die ist auf Torwartspiel spezialisiert. Fürs Mittelfeld hole ich dann einfach noch den günstigsten 5-Sterne-Mann. In der Defensive das gleiche. Und mache das jetzt immer so weiter. Aber mehr Mitarbeiter kann ich jetzt scheinbar nicht mehr holen. Links oben sieht man es ja. 13 habe ich jetzt am Start. Damit sind wir aber nirgends maxed out. Aber vielleicht geht das auch einfach gar nicht. Am Torwart haben wir aber 10 von 10. Im Mittelfeld sind wir richtig gut. Und jetzt sollten sich die Spieler halt absolut krass entwickeln. Budgettechnisch hat das jetzt aber gar nicht so viel gekostet. Nur 4 Millionen ungefähr. Da merkt man halt, dass wir der FC Bayern sind. Und uns sowas mal eben leisten können noch dazu, haben wir jetzt natürlich auch ein paar Spieler auf der Transferliste. Wobei da niemand so richtig Kohle einbringen wird. Und deshalb, worauf großartig warten? Da ist er, mein erster Transfer. Und der ist verdammt real. Ich musste ihn einfach holen. Denn es könnte ja auch gut passieren, dass er wirklich im Winter noch zum FC Bayern kommt. Das ist der Wunschsechser von Thomas Tuchel. Das ist natürlich Joao Palhinha von Fulham, den ich hier für 48 Millionen geholt habe. Der wird im Real Life wahrscheinlich deutlich teurer. Aber dann kann ich Kimmich jetzt einfach zum zentralen Mittelfeldspieler umformen. Und das dauert auch nur 2 Wochen. Wobei ich durch die ganzen Boosts halt sogar Konrad Leimer innerhalb von 48 Wochen anstatt von 104 umformen könnte. Also da hilft das halt auch nochmal extrem, wenn man die Spieler umtrainieren will. Ah, das ist auch auf alle Fälle neu, dass ich hierzu eine Nachricht bekomme in Sachen Trainingspläne, aber ich denke, das lassen wir auf ausgeglichen für die komplette Sprint to Glory. Stattdessen schaue ich jetzt einfach mal, dass ich ein paar Spieler loswerde. Aber eigentlich nicht Alphonso Davies, bei dem hat PSG jetzt die Freigabesumme bezahlt, aber das kommt natürlich gar nicht in Frage, dass der uns jetzt verlässt. Und dank seinem neuen Vertrag bleibt er hier. Und jetzt möchte Bremen Ulreich haben. Ja doch, das dürfen sie sehr gern. Auf Wiedersehen Ulle. Dazu geht noch Franz Kretzig und auch Mathis Tell auf Leihbasis. Das krasse ist, dass sich dadurch jetzt auch die Anforderungen bei den Mitarbeitern updaten. Also wenn man weniger Spieler im Kader hat, dann braucht man hier auch gar nicht so viele Sterne, um das Ideale zu erreichen. Deshalb sind wir da im Tor jetzt sogar ein bisschen drüber. Und jetzt wollte ich den Köder entlassen, aber jetzt backt das Spiel rum. Ich kann hier einfach nichts anklicken und ich komme auch nicht mehr zurück. Jetzt habe ich das Spiel neu gestartet. Ich versuche es mal nochmal. Coach entlassen. Ja, und das backt halt einfach komplett rum. Also man kann nur hoffen, dass es noch gefixt wird, bis das Spiel wirklich rauskommt. So darf ich halt jetzt keinen Mitarbeiter feuern. Aber wir wollen uns ja sowieso auf die Transfers konzentrieren. Und deshalb verpflichte ich jetzt als nächstes einen Ex-Dortmund-Spieler. Und zwar Jadon Sancho. Ihr habt es ja gerade schon gesehen. Der ist ja einfach überhaupt nicht happy im Real Life bei Manchester United. Da gab es sogar schon Gerüchte um eine Vertragsauflösung. Ich denke, so weit wird es nicht kommen. Und trotzdem denke ich, ist der Transfer nicht mal so unrealistisch. Und damit hat der FC Bayern halt jetzt auch einen 4. richtig, richtig guten Flügelspieler. Mit natürlich noch zum LM umtrainiert. Kann er so aber auch schon spielen. Also ich hoffe, der automatische Trainer checkt das. Wir könnten jetzt theoretisch halt dann auch schon gleich in die Simulation reingehen. Mit den 13 Millionen kann man nicht mehr großartig was anfangen. Aber es könnte natürlich schon noch passieren, dass sich ein Spieler verkauft. Oha, jetzt schaut euch mal an, wie das hier aussieht. Anstoß, Vorbericht, Trainingseinheit. Aber in der Sprint to Glory haben wir noch nie Trainingseinheiten gespielt. Und deshalb klicke ich auf Anstoß. Ah, und hier unter Taktikansicht kann man das Spiel dann schnell simulieren. Wir gewinnen uns 2:0 gegen Mumbai City FC. Das restliche Vorbereitungsturnier
kann ich dann auch einfach Kalender simulieren. Ah, und der geht dann hier in diese Ansicht wieder rein. Das ist ja auch crazy gemacht. Und ich kann auch direkt vom Kalender hier in den Posteingang rein. Also das ist ja auch mal super cool für Sprint to Glories. Also es gibt schon auch ein paar coole versteckte Verbesserungen. Oh, aber jetzt habe ich Alphonso Davies doch noch verkauft. Ja, aber wenn Arsenal 107,5 Millionen Euro für ihn zahlt, da kann man dann einfach nicht widerstehen. Das heißt, wir brauchen in jedem Fall noch einen neuen Linksverteidiger. Aber Cancelo kann ich aufgrund seiner Leihe nicht zurückholen. Und deshalb heißt der neue Linksverteidiger des FC Bayern jetzt Theo Hernandez. Der aber komischerweise gerade nicht das Bayern-Trikot anhatte in seiner Vorstellung. Naja, egal. Damit hat der FC Bayern wieder einen Hernandez. Und ich würde sogar sagen, den besseren. Und jetzt sind am Deadline-Day halt immer noch 37 Millionen in unserer Geldbörse. Die kann ich eigentlich nicht einfach verrotten lassen. Wobei ich würde sagen, wir simulieren erstmal bis in den Winter. Weil dann sehen wir ja, wie sich unsere Spieler entwickeln und können dann darauf noch richtig gut reagieren. Rechts oben laufen jetzt immer noch die Nachrichten durch. Das ist halt auch neu. Hä, aber warum zur Hölle hat Neuer jetzt den Verein verlassen? Was für Wechsel zu Leverkusen? Ich dachte, ich hätte die Verträge verlängert. Aber scheinbar habe ich das nicht getan. Und Manuel Neuer ist einfach direkt weg. Hä, aber wieso wechselt der dann jetzt schon? Ja, stimmt, es laufen noch Verträge aus. Aber der dürfte doch dann eigentlich erst am Ende der Saison wechseln. Ist das jetzt auch wieder ein Bug? Oder hatte Manuel Neuer eventuell eine Freigabesumme und die haben den darüber verpflichtet? Ja, Saar und Choupo können eigentlich eh gehen, das ist nicht schlimm. Aber wie stehen wir eigentlich jetzt in der Tabelle da? Wir sind nur Dritter. Leipzig und Leverkusen sind vor uns. Die gute Nachricht, nur 4 Punkte. Also wir können die definitiv noch einholen. Das ist jetzt auch zum ersten Mal, dass ich in dem Game hier so eine Bundesliga-Saison simuliere. Das ist eigentlich auch ganz interessant zu sehen. Im Supercup haben wir den Titel geholt, anders als in der Realität. Und wir stehen im Viertelfinale des DFB-Pokals. Treffen da aber auf Leipzig. Das wird mit Sicherheit nicht einfach. In der Champions League geht es gegen Napoli, nachdem wir uns als Gruppenzweiter nur durchgesetzt haben. Also ich würde sagen, es läuft nicht so rund. Und vor allem im Tor brauchen wir jetzt natürlich dringend eine Verstärkung. Zum Glück ist genug Geld dafür da. Im Transferverlauf können wir jetzt auch nochmal kurz checken, wie viel Manuel Neuer gekostet hat. Aber der war ablösefrei. Check ich irgendwie nicht so ganz. Aber schreibt mal gerne eure Theorien in die Kommentare rein. Ich muss ja jetzt eigentlich den älteren Keeper holen. Und damit ist die neue Nummer 1 des FC Bayern. Er kommt von Eintracht Frankfurt. Kevin Trapp ist hier. Bei dem auch wieder das Torhüter-Trikot irgendwie nicht so zu 100% funktioniert. Dennoch kann man jetzt schon sagen, das wird auf alle Fälle eine Baustelle sein in der nächsten Saison. Da müssen wir dann auf alle Fälle noch einen Keeper holen, denn noch besser als Kevin Trapp, da reicht mir eigentlich kein 85er. Aber vielleicht kommen wir auch so schon richtig weit in der Champions League, wo wir jetzt auf Napoli treffen. Wird natürlich schnell simuliert und wir verlieren das Hinspiel mit 2:1. Na, ob wir das im Rückspiel noch reparieren können? Vom Niveau her ist die Mannschaft eigentlich definitiv gut genug und wir hätten es wirklich noch fast gepackt, scheiden dann aber im Elfmeterschießen schlussendlich aus, nachdem in der regulären Spielzeit Guerrero das 2:1 erzielt hatte. Aber das ist ja jetzt schon eine enttäuschende Saison. Selbst wenn wir noch deutscher Meister werden sollten, was auch richtig, richtig schwierig wird. Also ich werde die Saison doch wohl nicht ohne einen richtigen Titel beenden müssen. Vor allem werde ich so jetzt natürlich rausgeworfen. Und es gibt noch keine Cheats oder so für EAFC. Also ich bin dagegen komplett machtlos. Wirklich das Einzige, was ich tun kann, ist zurückzuspringen in der Zeit. Und hier habe ich das letzte Mal gespeichert, am 16. März. Ja toll, das war halt nach dem Ausscheiden. Ich glaube, da kann ich jetzt noch oft simulieren. Ich dachte, ich werde da immer rausgeworfen, aber scheinbar nicht. Wobei das Manager-Rating links oben schon sehr gefährlich aussieht. Harry Kane ist gerade verletzt. Also mir scheint es auch so, als würde es mehr Verletzungen geben. Immerhin haben wir den DFB-Pokal gewonnen. In der Liga werden wir aber nur Dritter. Also kein Wunder, dass die uns feuern. Das ist ja mal überhaupt nicht unrealistisch. Zumindest ein Titel. Ich glaube, der hat uns jetzt so ein bisschen gerettet. Aber mal schauen, ob er uns wirklich gerettet hat. Champions-League-Sieger wird hier entweder PSG oder Napoli. Die Europa League hat sich schon Sporting geholt. Die Conference League geht an Fenerbahce. Europameisterschaft findet jetzt dann statt. Da ist Deutschland in der Gruppe mit Spanien, Irland und Nordirland. Champions League-Sieger wurde mittlerweile Napoli. Auch komplett crazy, ne? Dass Napoli die Champions League gewinnt. Aber das ist unsere Ausrede. Wir sind einfach gegen den Sieger rausgeflogen. Harry Kane schießt die meisten Tore. Bester Vorlagengeber ist er noch dazu. Aber wir müssen nächstes Mal so dermaßen angreifen auf dem Transfermarkt, weil noch so eine weitere Katastrophensaison darf es einfach nicht geben.
Ich kann ja froh sein, dass mir der FC Bayern überhaupt noch eine zweite Chance gibt. Aber durch die schlechte letzte Saison ist das Budget jetzt natürlich niedriger. Das heißt, ich muss echt einige Spieler verkaufen, darunter auch die ganzen Talente. Zum Glück ist das möglich durch einige Leihrückkehrer, wie zum Beispiel in Stanisic oder in Mathys Tel als Backup für Harry Kane. Aber im Prinzip brauchen wir eh nur einen richtig krassen Keeper. Aber da muss ja jetzt was gehen mit den ganzen Verkäufen. Vor allem ist jetzt halt auch noch Kevin Trapp verletzt. Der fällt noch weitere 12 Tage aus und Schenk will ich eigentlich noch unbedingt verkaufen. Das heißt, wir brauchen da unbedingt jemanden. Und die Entscheidung hängt da so ein bisschen zwischen Gregor Kobel und Mike Mignon. Schreibt mal gerne in die Kommentare rein, wen ihr genommen hättet. Ich entscheide mich jetzt aber für Mike Mignon, denn der ist deutlich günstiger und hat zumindest jetzt noch die höhere Gesamtstärke. Und darauf bin ich ja aus sofortiger Erfolg. Und jetzt können wir dann eigentlich noch einen weiteren Spieler holen. Und am schwächsten sind wir rechts hinten und auf der 6. Und das ist doch jetzt ein richtig cooler Move. Ich gebe Leverkusen Stanisic zurück, plus 42 Millionen. Und dann kommt einfach Jeremy Frimpong zum FC Bayern. Er hat jetzt erstmal die gleiche Gesamtstärke wie Masraoui, aber sein Potenzial ist natürlich deutlich höher. Nur leider dauert die Positionsumformung selbst mit Entwicklungsbonus 96 Wochen. Ich hoffe, der automatische Trainer setzt ihn dann ein. Wobei andererseits können wir ja einen kleinen Trick vornehmen und hier einfach die Position auf RAV umstellen. Ich glaube, das ist der schlauere Move. Und die Position hat Masraoui dann einfach in 2 Wochen drauf. Dann gehen wir es einfach so rum an. Mit der restlichen Kohle mache ich so wie in der letzten Saison. Die heben wir uns auf, damit wir im Winter nochmal reagieren können. Letztes Jahr hat uns das ja auch so ein bisschen gerettet. Das ist unsere Saison, das sage ich jetzt einfach mal so. Wobei ich im Kalender ja schon auch teilweise die Ergebnisse gesehen habe. Und die waren richtig gut und damit sind wir Erster in der Bundesliga-Tabelle. Haben den Supercup gewonnen, im DFB-Pokal sind wir noch mit drin, sehr, sehr nice. Und in der Champions League stehen wir auch im Achtelfinale, treffen da aber auf den FC Barcelona. Und das, obwohl wir jedes Gruppenspiel gewonnen haben. Barca wurde halt nur Zweiter in ihrer Gruppe, hinter Leipzig. Also hoffentlich sind die dann auch wirklich nicht so stark. Unsere Mannschaft ist es auf alle Fälle, vor allem wo ich die jetzt hier theoretisch nochmal verstärken kann. Und das Krasse ist, dass jetzt Konrad Leimer weg will und unser schlechtester Spieler ist sowieso unser ZDM Palinha. Dann können wir da ja vielleicht gleich das nächste Upgrade vornehmen. Und genau so ist es. Konrad Leimer verabschiedet sich in Richtung Paris. Und damit haben wir jetzt nochmal 94 Millionen. Und eigentlich wollte ich unbedingt Tchouaméni haben, aber leider gibt es diesen drüber nachdenken Bug scheinbar nicht mehr. Mein FIFA 23 haben die ja dann immer angenommen. Hier haben sie nicht angenommen. Und deshalb bin ich jetzt auf seinen Kollegen von Real Madrid gegangen, Eduardo Camavinga. Der hat halt nur eine 84 jetzt erstmal, ist damit also schlechter als Palinha, aber sein Potenzial ist natürlich weitaus größer. Vor allem mit Entwicklungsplan plus dem Entwicklungsbonus geht der wahrscheinlich richtig schnell hoch auf eine 86. Das ist zumindest meine Hoffnung, damit er uns jetzt gleich im Champions League Viertelfinale gegen Barca so richtig weiterhelfen kann. Und dann schauen wir mal nach. Palinha 85, aber Camavinga immer noch 84. Jetzt geh doch mal hoch, Junge. Wobei es halt auch noch Goretzka gibt, ne? Der könnte die Position theoretisch auch spielen. Eigentlich ist er aber das Backup für Kimmich. Naja, egal. Das Team ist auch so gut genug, um den FC Barcelona zu bezwingen. Hinspiel gewinnen wir auch direkt 2:1 im Camp Nou. Wobei normalerweise nimmt der FC Bayern Barcelona in der Champions League ja immer komplett auseinander. Vielleicht haben sie sich das hier fürs Rückspiel aufgehoben. Naja, eher nicht so. Es geht sogar noch in die Verlängerung, wo dann Kane in der 113. das entscheidende Tor schießt. Aber damit ist es zum allerersten Mal geschafft. Wir stehen im Viertelfinale und treffen da auf unseren Liga-Konkurrenten RB Leipzig, von denen wir aber schon mitbekommen haben, dass sie absolut heftig sind. Also mal schauen. Ich drücke auf Schnellsimulation im Hinspiel und es endet 2:2. Musiala mit einem Doppelpack. Der soll es jetzt gleich auch eine Woche später im Rückspiel richten. Mit seiner 92er Gesamtstärke. Komm, auf geht's, Männer. Nehmt Leipzig auseinander. 3:2. Let's go. In der 88. ausgerechnet Musiala, der auch die anderen 2 Tore beide erzielt hat. Also der Junge eskaliert hier komplett. Hat er jetzt zum Glück auch hier endlich ein Gameface. Ist unser drittbester Torschütze aber nur. Das wundert mich ein bisschen. Ähnlich wie der Halbfinalgegner. Und der heißt, ihr seht es ja selbst, Juventus Turin. Hinspiel unentschieden. 2:2. Wir nehmen also einfach die Spannung und schieben sie ins Rückspiel rein. Aber jetzt stellt ihr euch mal vor, wir gewinnen das. Dann würden wir einfach im Finale der Champions League stehen. Und es geht 1:0 für uns aus. Kane in der 48. Boah, und damit muss ich jetzt wirklich nur noch das Finale gewinnen. Aber da wartet halt der Computer auf Legende auf mich. Und bis auf in der Beta vor ein paar Monaten habe ich noch kein einziges Spiel in EAFC gespielt. Und Beta ist natürlich sowieso ganz was anderes. Gegner im Finale ist auf alle Fälle der FC Arsenal. Bevor wir da jetzt aber reingehen und eventuell komplett auf die Fresse kriegen, schauen wir uns noch die Bundesliga-Tabelle an und wir holen die deutsche Meisterschaft. Let's go, ist das wichtig. Aber eine zweite Saison ohne
Meisterschaft wäre halt auch die absolute Vollkatastrophe gewesen. DFB-Pokalsieger werden wir auch schlagen im Finale Augsburg. Also es ist halt wirklich das Triple gleich möglich. Aber mit der Mannschaft, die wir hier mittlerweile zusammengebaut haben, wäre alles andere auch eine Riesenenttäuschung. Harry Kane zum Beispiel einfach mit 52 Torbeteiligungen in 52 Spielen dieser Saison. Ich bin aber schon auch einfach gehypt hier jetzt auf dieses Finale. Vor allem, weil wir zum ersten Mal diese Cutscenes hier sehen können. Bukayo Saka, Ödegaard, Davies. Wir spielen ja wieder gegen Davies. Und generiert es hier jetzt viel schneller, ne? Man sieht mehr Szenen, mehr verschiedene Szenen. Aber dafür gibt es halt nicht so diese Spieler, wie sie reinlaufen. Man sieht die Aufstellungen, glaube ich, nicht ausführlicher. Aber es geht halt richtig schnell rein ins Spiel. Und ich kann euch wirklich alles zeigen. Die Philipp Lahm-Choreo darf natürlich nicht fehlen. Und jetzt geht's auch schon los. Er will mir noch irgendwas erklären. Aber das juckt mich nicht. Wir gehen rein mit der neuen Kameraansicht. Wir nehmen hier hoffentlich gleich den FC Arsenal so richtig auseinander. Boah, die Übersicht, die man da hat, ist schon crazy, Coman. Mit dem ersten Abschluss dagegen Ramsdale. Wobei ich es nicht so geil finde, dass es teilweise so ein bisschen schief ist. Frimpong mit dem Außenriss. Also ich weiß auch nicht, ob ich die Ansicht so beibehalte. Bukayo Saka ist alleine durch. Und die Chance lässt er sich nicht nehmen. Jubelt damit Mikel Arteta. Wir gehen in Rückstand. Und das aus einem Konter nach einer eigenen Ecke. In der Pause haben wir jetzt auch so ein paar Ansichten im Hintergrund, wie die sich irgendwelche Burger oder so geholt haben, die Zuschauer. Das ist schon cool. Wir gehen in den Spielertunnel rein. Da laufen die Schiedsrichter rum. Wir sehen die Auswechselbank. Ich muss euch das auch einfach ein bisschen zeigen hier. Eigentlich will ich nur die Kameraansicht ändern, weil das war es dann irgendwie doch nicht. Ich brauchte einfach eine gerade Ansicht, sonst verwirrt es übelst, wenn man in die Nähe des 16ers kommt. So kann ich jetzt hoffentlich gleich den Ausgleich schießen! Meine ich natürlich. Jamal Musiala, wer sonst? So lässt sich's doch gleich viel besser zocken. Jetzt kommt Sané, der zieht ins Zentrum rein. Sané auf die kurze Ecke. Aber Ramsdale ist zur Stelle. In der zweiten Hälfte spielt hier jetzt nur noch der FC Bayern. Es fehlt nur das Tor. Da ist wieder Musiala, der zieht in den 16er rein. Ich dachte, der wäre drin. Als ob er da nur den Pfosten trifft. Aber jetzt kommt nochmal Frimpong. Der war doch eigentlich schon vorbei. Ey, das gibt es nicht, Mann. Und somit gehen wir jetzt hier in die Verlängerung. Die gute Nachricht ist wahrscheinlich, dass ich noch keinen Wechsel getätigt habe. Boah, und jetzt im Hintergrund sieht man die Spieler, wie sie diskutieren. Das ist ja auch mega geil. Also eigentlich auch ganz cool, dass wir das hier jetzt noch zu sehen bekommen. Ich habe auf alle Fälle so oft es geht durchgewechselt. Da lohnt sich es jetzt auch mal, dass wir so einen relativ breiten Kader haben. Da ist doch eigentlich Platz im Zentrum. Leo Goretzka pumpt den rein. Und der ist auch eingewechselt. Kam hier erst zu Beginn der Verlängerung und macht jetzt möglicherweise das alles entscheidende Tor. Hoffentlich war es das, weil hier noch eins zu erzielen wird richtig, richtig schwierig. Viel Spielzeit ist aber zum Glück nicht mehr übrig und der Licht kommt daran an den Ball. Ganz, ganz wichtig. Jetzt Jadon Sancho, der bekommt den Ball wieder. Harry Kane nochmal raus. Jetzt schön rein ins Zentrum. Da steht ein gewisser Serge Gnabry, der eigentlich das sichere 3:1 auf dem Fuß hat. So gehen wir hier nochmal in die Nachspielzeit. Das wird die letzte Chance für Arsenal. Die kommen über links. Die machen das nicht schlecht. Wie sollst du da dazwischen gehen? Ich will ihn halt auch auf gar keinen Fall faulen. Jetzt vielleicht Saka. Der Block geht durch und dann ist es vorbei. Der FC Bayern schlägt Arsenal in der Verlängerung mit 2:1. Und jetzt kommen sie natürlich alle aufs Feld gelaufen. Und die Animation hier kennen wir noch sehr gut. Falls es übrigens irgendwelche Hitler oder so im Gameplay gab, ich glaube, das kann ich easy beheben. Da muss ich noch ein bisschen mit den Grafikeinstellungen spielen. Da gab es irgendwie so eine Haarsträhnen-Einstellung. Vielleicht ist die ja schuld. Das ist jetzt so meine Idee. Von der Leistung her soll es mein PC eigentlich easy packen. Aber vielleicht habt ihr es auch eh nicht gemerkt. Ich hoffe, es hat euch gefallen vor allem. Dann lasst einen Daumen da auf meiner ersten Sprint to Glory. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr sonst noch so für Videos von mir sehen wollt. Jetzt zum Start von EA FC. Danke nochmal an EA. Da packe ich auch den Link, wie ihr es vorbestellen könnt, in die Videobeschreibung rein. Und wenn ihr es jetzt vorbestellt, dann könnt ihr noch am 22. zocken. Ich habe es auf alle Fälle mal wieder geschafft. Auch in EA FC 24 mit dem FC Bayern. Nach 2 Saisons dieses Mal und ich wurde einmal gefeuert. Müsst ihr entscheiden, ob das dann zählt. Also die erste Saison war schon eine Vollkatastrophe. Danke fürs Zuschauen auf alle Fälle. Und bis zum nächsten Mal. Euer Bernie. Solltest du die erste Folge meiner neuen Karriere verpasst haben, und das wird die große Karriere dieses Jahr, dann check hier unbedingt das letzte Video ab. Ich habe mich extra in Schale geworfen. Ich habe so einen halben Anzug angezogen, nur für dieses Video. Also schau dir jetzt an, was du nicht gesehen hast. Du hast hier noch ein anderes Video. Und hier ist das andere Video. Ich merke schon, ich muss jetzt auch mal was anderes machen, als nur die ganze EAFC zu zocken.